Willkommen in Italien. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey, Morgen. Aus Tarragona oder zumindest kurz vor Tarragona. Wir wurden geweckt durch ein herrliches Sonnen und ein Papagei im Palme. Fliegen hier schön rum. Wir sind auf einem herrlichen Platz. Ich kann barfuß aus dem Bus direkt auf dem Strand, auf dem Sand. Wir starten einfach wieder super herrlich hier in die nächste Woche. Und ich bin gespannt, was alles bringt. Wir fahren hier die Küste entlang heute mal und schauen uns so einige Spots an. Und wir sind dann bald für Barcelona. Und das hier macht Kate die letzten Tagen. Was machst du? Warmes Müsli. Das Obst erstmal schön ein bisschen anbraten, Haferflocken dazu, Chia, ein bisschen köcheln lassen. Zum warmen Brei. Ja, weil das ist nämlich was besser zu kauen. Zu kauen für mich. Ich habe nämlich ein bisschen Kieferschmerzen. Ja. Gespannt und ja, dann ist alles in weich. Ja, super lieb und es schmeckt auch dazu auch noch richtig gut. Es tut mein Kiefer auch gut, weil der wird schon echt viel besser. Und das ist morgen bestimmt ganz vorbei. Lass uns jetzt erstmal gut gehen mit Müsli. Danke dir. Herrlich, gerne. Hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. You and I, the future is bright. Erster Strand, La Pineda. Was wir uns angeguckt haben oder gerade angucken. Nicht so schön. Also große Appartementen. Genau, ist aber ziemlich sauber und schön gehalten, das schon. Das schon. Aber ja. So Touri-mäßig war eigentlich ein schöner Parkplatz. An der Westseite. Was man gesehen hat, aber das haben sie abgesperrt. Da darf man nicht mehr hin. Und jetzt steht man so an der Straße. Deshalb war jetzt der Plan. Wir schauen heute, bummeln ein bisschen durch Tarragona. Ja. Weil eh nichts ist mit Welle oder Wind oder so. Wir müssen durch Tarragona und dann suchen wir uns irgendwo ein schönes Plätzchen zwischen Tarragona und Barcelona. Und Barcelona, ja. Also, das ist der Plan. Mal schauen. Das auch so klappt. Ja. Wir haben endlich einen Parkplatz gefunden für Lois. Es war ein bisschen eine Sucherei. Jetzt stehen wir hier unter der Brücke, haben alles schön abgesichert und darf jetzt mal in die Stadt rein. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah.
never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. So der Kaffee war gut und die Stadt war alt. Richtig lecker, ja. Hat uns richtig gut gefallen. Wir haben uns wie in der Zeit zurückgesetzt gefühlt. Ja. So irgendwie dieser, man sieht echt, wie alt diese Häuser sind und auch so schmale Gassen. Man denkt echt, man läuft hier im Mittelalter. Ich weiß nicht, aber echt schön. Hat uns gut gefallen. Jetzt geht's zurück zum Lowy. Ja. Und ein kleines Stückchen weiter an den Strand wieder. Ja, suchen uns ein neues Stellplatz aus. So geht das Leben bei uns. Genau. Just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest, tell me did you know that you would be leaving me just like the winter's snow. Tell me and be honest, tell me should I've known. Wir haben wieder ein schönes, herrliches Plätzchen gefunden, direkt am Wasser. Windstille? Windstille, Sonne, herrlich. Frühstück am Strand. Ja. Frühstück ist fertig. Ich brauche einen Löffel. Ah ja, Löffel, stimmt. Nach einem herrlichen Frühstück am Strand sind wir weitergefahren nach Villa Nova. Nee. Villa Nova. Villa Nova, genau. Und da ist so ein riesen angelegter Steg, oder nicht Steg, aber so ein Staudamm. Staudamm. Da sind wir mal bis zur Spitze vorgelaufen. Ist echt cool. Auf der einen Seite hier ist Meer und da ist so eine Lagune mit glasklarem Wasser, schwimmen Fischchen rum. Sehr schön. Stehen wir auf einmal vor der La Sagrada Familia. Boom, da ist er. Ja, wir machen heute einen Tag in Barcelona. Heute Abend würden wir das Ferry von hier nach Sardinien nehmen. Sardinien, wir gehen nach Sardinien. Genau. Und da der Ferry erst spät geht, genießen wir heute noch, um Barcelona so ein bisschen zu erkunden. Wir haben ein Tagesticket, ja, ganz Familien-Ticket, cool. Familienticket, ne? Das ist ja für einen Monat gültig. Monat-Ticket und Familienticket, womit wir so ein bisschen Metro, Bus und Zug nehmen können. Haben wir nämlich außerhalb geparkt, wir haben uns nicht getraut hier irgendwo, weil Alex hat schon lassen, dass uns nicht in Barcelona stehen, da wird sicher aufgebrochen. Ja. Deshalb haben wir echt außerhalb geparkt, sind eine halbe Stunde mit dem Zug reingefahren. Ja. Ja, super mit den Öffentlichen. Das geht echt gut. Öffentliche Anbindung ist perfekt hier und das lohnt sich echt, um dann so
Barcelona anzuschauen. Ja. Hat man ein gutes Gefühl auf jeden Fall. Genau, und ist einfach. Ja. Sind wir gespannt? Ja. As any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin. As any to see the horizon and the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, oh, was is a rage. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good. Von Barcelona, ja. Wir sind gerade reingefahren und sehen schon unser Boot. Unser Boot steht da auf jeden Fall bereit, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt mal schauen. Gruß Roma. Jetzt gehen wir mal da ins Büro und holen unsere Tickets. Die Bordkarte. Hoffen, dass alles klappt. Ja. Mit den Tickets hat es geklappt und jetzt geht's auch aufs Boot. Die Motoren sind gestartet, es kann losgehen. Jawohl. Unsere Kabine. Ja. Oh. Gemütlich. Vor allem auch müde. Habe ich richtig hingefiebert auf diese Dusche. Auf die Dusche. Wir haben ein Bad mit Klo und Dusche. Ja, das ist schon mal echt Luxus, muss ich sagen. Und ich habe echt Bock, mich wieder ein bisschen sauber zu fühlen. Nach sicher 3 Wochen kein gescheites Dusche. Du musst es nicht erzählen.
Ach, kein gescheite Dusch. Was meinst du? Gar nicht geduscht. So sieht's hier aus. Hier kommt man rein, steht direkt im Schlafzimmer. Zwei Betten. Hier hätt's nochmal zwei Betten. Ja, super. Es ist natürlich, ihr wisst es ja nicht, aber wir fahren über Nacht. 12 Stunden über Nacht. Wir sind jetzt. Was haben wir jetzt? 11, sowas. Es ist 10:30. Wir fahren, glaube ich, in der Stunde ist los, glaube ich. Ja, geplant ist 11:30 Abfahrt. Ich glaube, es klappt, weil zumindest glaube ich nicht. Wir gehen lecker duschen. Wir gehen lecker duschen. Ins Bettchen, machen auf und sind schon fast da. Ja. Das ist der Plan. Sehr schön. Herrliche Nacht haben wir gehabt. Und frisch geduscht. Ich fühle mich so mega. Gut, die Haare sind wieder fluffig. Und ja, jetzt schauen wir mal an Deck. Es ist 8 Uhr, sowas? Ja. 2-3 Stunden müssten wir da sein. Aber mal hochschauen, wie es aufs Meer aussieht. Ja, wir waren ja noch gar nicht oben, wir waren ja nur in der Kabine. Ja. Ich schau es mal. Hey Kate, wir haben ein Land in Sicht. Da ist es. Willkommen in Italien! Italien! Wir sind auf Sardinien! Ciao, ciao! Bella, ciao! Auf Sardinien, ein Traum. Herrlich. Wirklich traumhaft. Super und ruhig. Wir würden belohnt. Erster Tag auf Sardinien, mega Welle. Man sieht es hinter uns, man hört es vielleicht. Zu mega. Für mich. Auf jeden Fall kommen wir aufs Wasser. Ja. Und ja. Super gespannt, was die Insel alles zu bieten hat. Sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und macht euch einen schönen Sonntag. Genau, dann machen wir das auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Tag.